Kennst du das? Du bist motiviert und voller Tatendrang. Du gehst ins Fitnessstudio, arbeitest viel und packst die Dinge sofort an. Irgendwann, wie aus dem Nichts, hast du plötzlich auf nichts mehr Bock. Du weißt nicht, wieso das so ist und versuchst dagegen anzukämpfen. Aber es klappt einfach nicht. Mach dich deswegen nicht fertig, das ist ganz normal. Motivation ist wie ein Kreislauf und wechselt sich mit unmotivierten Phasen ab. Das ist vergleichbar mit den Jahreszeiten. Im Frühling bist du immer motivierter und im Sommer bist du auf deinem Motivationshoch. Dann kommt der Herbst, deine Motivation flaut ab und im Winter hat deine Motivation ihr Tief. Die Jahreszeiten sollen eigentlich nur eine Metapher sein, um das Ganze besser zu verdeutlichen. Aber Studien haben tatsächlich ergeben, dass wir im Sommer bzw. Frühling motivierter sind. Und im Winter oder Herbst haben dann die meisten von uns einen Durchhänger. Ich nenne das den großen Motivationskreislauf, da er bei den meisten Leuten ähnlich verläuft. Es gibt aber auch noch den kleinen Motivationskreislauf. Er hat bei jedem Menschen eine andere Zeitspanne und läuft auch bei jedem Menschen komplett anders ab. Als erstes solltest du herausfinden, wie dein kleiner Motivationskreislauf abläuft. Das machst du beispielsweise, indem du aufschreibst, wie lange deine Motivationsphasen andauern und wann deine Phasen der Unmotiviertheit auftauchen. Bei mir ist es oft so, dass ich 3 Wochen extrem motiviert bin und dann habe ich für 3 bis 5 Tage einen Durchhänger. So wie die Jahreszeiten, der Herbst und der Winter, der Natur helfen sollen, sich zu erholen, damit sie im Sommer wieder Vollgas geben kann, ist es bei uns auch mit der Motivation. Diese Phasen der Unmotiviertheit sollen uns Kraft geben. Akzeptiere diese Phase mit dem Wissen, dass du bald wieder Vollgas durchstarten kannst. Kämpfe nicht dagegen an, denn diese Zeit der Unmotiviertheit soll dich vor einem Burnout schützen. Deswegen erhole dich und genieße es. Gönn dir etwas Ruhe, geh wandern oder zocke ein Spiel oder schau einfach den ganzen Tag Serien. Mach einfach etwas, was dir gut tut und dir Spaß macht. Und wenn dann deine Motivation wieder zurückkommt, dann kannst du ordentlich reinhauen.